Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Mittagspause. Mal schauen, was heute so abgeht. Versuche wieder ein bisschen mehr, so vloggermäßig, ein paar Sachen, ein paar Szenen zu zeigen. In letzter Zeit viel aus dem Zimmer gedreht. Aber in letzter Zeit auch nicht viel passiert. Mal schauen. Heute endet das Event. Ich muss jetzt erstmal zur Post. Das habe ich übrigens, diese Kugeln habe ich übrigens eingereicht. Guck mal, geh mal hier raus. Als Pokestop von einem Zuschauer. Der hat einen Ingress-Account. Ab Level 10 kann man, glaube ich, Stops einreichen. Problem ist, ich glaube, einer muss die dann auch noch bestätigen. Aber mal schauen, ob es durchkommt. Das habe ich jetzt hier eingereicht. Und dann habe ich vielleicht einen Stop bei der Arbeit. Jetzt muss ich ausmachen, weil ich sonst keine Hand frei habe, um die Tür aufzumachen. Ein paar Stufen zu weit runter. Arena hier kurz umfärben, bevor ich mir was zu essen hole. Und dann reden wir ein bisschen über das Event. Heute Abend geht es zu Ende. Ich werde dann nochmal ein 100% Walme auf Max pushen. Bisher noch kein Shiny. Sieht auch schlecht aus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt heute nach der Arbeit nochmal für die letzten paar Stunden nach Parsing oder so fahren soll. Bin relativ schlapp. Am Samstag habe ich gesuchtet, aber dann Sonntag bereits war ich schon K.O., keine Lust mehr. Ziemlich lustlos, das Farmen geworden. Deswegen auch schon lange kein Video beim Farmen, weil irgendwie ist es nicht mehr dasselbe wie früher. Auch nicht mehr so viele Leute am Start. Alles echt bisschen Emo-Glott, bisschen down. Ich weiß echt nicht, wie ich das früher 7 bis 10 Tage ausgehalten habe. Ich war echt nach dem Samstag, nach dem ersten Tag schon K.O. So. Nicht mehr lang und die Arena ist hoffentlich bald auf Gold. Fehlen noch ein paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 noch. Hier. Und 3 da vorne habe ich schon. Das sind dann 9 neue. Beziehungsweise ein paar auf dem Weg noch in die Arbeit. Das Problem ist, da komme ich halt echt nicht lang genug vorbei. Hier kann ich halt stehen bleiben. Das andere ist zum Beispiel beim Busbahnhof, Studentenstadt, Eingang. Da mache ich jeden Tag zwei Runden. Auf dem Hinweg mache ich eine Runde kämpfen und auf dem Rückweg. Also das ist echt schwierig, da die auf Gold zu bekommen, aber ich habe ja noch Zeit. Bin hier eine Weile. Frag mich dann, was ich in der Mittagspause immer machen soll, wenn ich hier alles auf Gold habe. Wahrscheinlich mehr Videos drehen. Vielleicht eine Stunde Livestream, was weiß ich. Schauen wir mal. Oder, wie heißt das mal? Irgendwas anfangen. Portale anreichen, dies, das. Auf jeden Fall machen wir jetzt endlich die Arena hier platt. Der braucht noch einen Kampf. So, der braucht auch noch einen Kampf. Letzte Runde. Gutes Wetter. Heute Morgen hat es geregnet, gestürmt. Da dachte ich schon, echt tot. Auf jeden Fall nicht nach Parsing. Aber jetzt schauen wir mal. Ich bin echt K.O., echt lustlos, aber in 3 Stunden kann man schon noch eine Menge Staub machen. Vor allem mit dreifach Sternstück 1, 4,5. Schon verführerisch. Sehr, sehr verführerisch, Leute. So, Arena down. Rion reingestellt, der Kollege Tufkas. Der andere mache ich auch öfters. Vor allem jetzt, die ganzen Rioner, die kommen. Und die sind immer so hoch. Alter, 1,3, 1,4 Rihörner. Wild.
Das ist schon krass. Die kann man einfach so entwickeln. So, weiter geht's. So, gerade beim Edeka gewesen. Weiß nicht, ob ihr das Schild noch sehen könnt. Die Bäume verbergen das gerade. Das ist ein Barschweig, ich brauche noch die Bonbons. Will noch mein 100 auf Max pushen. Eigentlich müsste ich Curve werfen, weil ich habe die Quest 5-mal hintereinander Curve. Aber mit einer Hand kann ich leider kein Curve werfen. Muss ich die Quest leider neu anfangen. Aber egal. Ich habe letztens ein Video hochgeladen, erstmal gefangen. Und direkt verschicken. Ich habe letztens ein Video hochgeladen, wo ich mein Middletick endlich entwickelt habe. Hoffentlich habt ihr es alle gesehen. Wenn nicht, dann schaut's vorbei. Ich gehe jetzt zu der Arena da hinten. Ess meinen Salat. Max meinen Wallmeer. Und stell mich rein in die Arena. So. Bei der Arena angekommen. Und auf dem Weg auch die Quest erledigt. Sogar noch eine andere. Könnt ihr gleich sehen. So. Könnt auch mal Staub sehen. 7 Mille habe ich wieder geknackt. So, die zwei Quests. Hol ich mir mal ab. Und das. Das, heute habe ich ein Video dazu hochgeladen, und zwar kann man die Belohnungen stapeln. Das heißt, ich bin jetzt rausgegangen, oh Moment, ich bin jetzt rausgegangen und die ist jetzt hier drin. Und da sind viele Belohnungen drin, da sind Tangela drin, ich glaube sogar ein Chanera, also da sind ganz viele. Die werde ich dann irgendwann mal, vielleicht in einem Livestream, alle fangen. Und hier unten kann man immer noch zwei Quests auffüllen, das heißt drei plus den vierten Balken. Das habe ich heute im Video erklärt, dass das geht. Aber pushen wir erstmal meinen Wallmeer. 100%. So. 773. Ist auch. Ah, Level ist okay. So, IV-Check. Bester Satz. KP, Angriff, Defense 15. Wie gesagt, leider noch kein Shiny. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon Shiny habt. Jetzt entwickeln und dann maxen. So, erstmal entwickeln. Und während ich das Ganze mache, zocke ich mir erstmal meinen Salat rein. Echt traurig. Nicht viel Auswahl gab es hier. Oder gibt es hier allgemein. Ich bin jetzt nur genommen, weil ich hatte keinen Bock in den Laden reinzugehen und dann nichts zu kaufen. So, 1225 ist relativ gering. Zen Headbutt Surf. Ja, okay, zwei Wasserattacken können wir dem schon geben. Fast TM. Wildort. So. Dann hat man weg. Aquaknall. Okay. Und jetzt pushen. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Pushen und meinen Salat vorbereiten. Wie gesagt. Nicht viel Auswahl hier, ich musste den Salat nehmen. Konnte ich mal ein Brot oder so nehmen, weil es echt gar nichts mehr hier gibt. Also, falls ihr irgendwie überlegt, ein Restaurant aufzumachen, einen Dönerladen oder so, kommt nach Unterföhring, startet hier ein Subway, ein McDonald's, ein Burger King oder einfach einen Dönerladen, der würde so abgehen hier, weil hier gibt es echt gar nichts. Echt jeden Mittag richtig leidend irgendwas zu essen zu organisieren. Ab und zu bringe ich mir was mit. Tati kündigt demnächst, in 3 Monaten oder so, also jetzt sogar nur noch 2,5 oder so. Vielleicht sollte ich ihm mal sagen, dass er hier irgendwas aufmachen soll. Das wird sicher abgehen. Aber naja, das ist ein Thema für ein anderes Video oder ein anderen Kanal sogar. Bonbons habe ich genug von Wallmeer, der ist ja jetzt überall. Echt unnötig gewesen, damals das Nest abzuchecken. Was lustig ist, als Gen 3 rausgekommen ist, als der rausgekommen ist, manche dachten, Seemobs wäre die Vorentwicklung von dem. Okay. Da geht's. So, push, push, push. Hatte gerade übrigens Kontakt mit Julian ein bisschen auf Twitter. Er hat seinen Papunga auf Max gepusht.
Und in letzter Zeit pusht er sogar echt viel. Er sagt, jeden Abend den ganzen Stock, den er hat, gibt er aus. Also er hat jetzt gar nichts mehr. Früher hatte er auch immer ein paar Millionen am Start. Meinte demnächst ein Video, wo er zeigt, was er alles gepusht hat. Würde mich auch interessieren. Aber wir pushen erstmal Valmer oder Vallord. Und dann geht's weiter mit den Gen 1 Pokémon. Die wollen wir ja alle auf Max haben. Und dann Gen 2. Und dann Gen 3 irgendwann mal. Irgendwann mal. Der ist cool. Früher dachte man, also am Anfang, oh genau 2000, dass er als Verteidiger gar nicht so schlecht ist, aber leider taugt er gar nichts. Obwohl so ein fetter Wal, der müsste echt eigentlich voll der Arena-Tank sein, voll der krasse Verteidiger. Und der müsste eigentlich WP-technisch auch über, der müsste einfach so 4.000, 5.000 haben. So, gleich fertig gemaxt. Ziemlich hoch kommt er ja leider nicht. 2225. Und Max. München, Bayern, Germany. 100% Bylord auf Max. Müsste schon schaffen. Ich meine jetzt alle, ohne zu sterben. Ich habe gar nicht geschaut, wie viel Staub ich noch übrig habe. Beziehungsweise wie viel er gekostet hat. Er hat sich nicht mal bewegt. Er ging seine Vorentwicklung. Schaut mal, er bewegt sich gar nicht. Oder kaum. Kleine hält schon eine Menge aus. Oh, noch eine Runde. So. Ich spule mal ein bisschen vor, wir hatten ja schon einen Arena-Kampf vorhin und dann stelle ich ihn rein, wenn er es geschafft hat. So, der hat übrigens 220.000 gekostet, ein bisschen mehr. Was auch echt eine Menge Staub ist. So viel werde ich heute wahrscheinlich nicht mal farmen, selbst wenn ich nach Pasing fahre. Aber stellen wir den erstmal rein. Puh! Da kann man gar nicht drehen. So. Und füttern. Der Große braucht ein bisschen Futter. Das war's von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon Valmer habt. Vallord meine ich. Oder ein Shiny Valmer. Ansonsten, wie das Event so für euch lief. Das war's von mir. Wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.